Ein herzliches Willkommen zurück. Wir sind hier an einem mysteriösen Ort, wissen nicht wo. Wir sind quasi angekettet und wir haben keine Chance zu fliehen. Auch beißen hilft gar nichts. Und das ist diese kleine Gestalt, die uns beobachtet hat. Sieht auch mysteriös aus. Sehr mysteriös. Hab dich. Oh, da kriegt man ja Angst. Aber ob es wohl klug ist, so ein knurriges Gesicht zu machen? Was für ein Jammer. Ich hätte dir so gerne geholfen, wenn du ein braves Hündchen gewesen wärst. Gut so. Gehorsamkeit gehört schließlich auch zum Wesen der Menschen. Aber du bist kein Mensch mehr, sondern eine wilde Bestie. Ach so. Na, bist ein braves Hündchen. Und jetzt sei schön ruhig. Was macht sie jetzt? Sie zaubert. Wow. Und auf einmal sind wir frei. Überrascht? Hehehe. Aber wo sind wir hier hingekommen? Das ist eine sehr gute Frage. Komm zu mir, da kann ich es dir zeigen. Hehehe. Okay. Nur wie können wir da jetzt am besten hinkommen? Ja, es ist hier wirklich alles wirklich sehr mysteriös. Im letzten Part ist ja Ilja und Colin entführt worden. Warum auch immer. Und wir können hier wühlen. Oh, wir können uns also durch das Gitter durchwühlen. Wow. Wo ist sie? Oder es? Wow. Anscheinend bist du ein richtig kluges Hündchen. Du gefällst mir. Ich glaube, ich sollte dich bei der Flucht helfen. Dir bei der Flucht helfen. Aber dafür wirst du schön brav gehorchen, wenn ich dir etwas sage. Ist das klar? Wenn du etwas von mir willst, drückst du den Steuerkreuz nach oben, um mir ein Zeichen zu geben. Also verstanden? Dann los. Manometer, die ist mir irgendwie sehr unsympathisch. Aber gut, wir brauchen sie anscheinend, um hier zu entkommen. Aus diesem sehr, sehr zwielichtigen und merkwürdigen Ort. Können wir hier rein? Können wir. Nanu, was ist denn? Versuch doch einfach mal Z zu drücken. Hui. Das klappt sogar. Und schon können wir hier weiter. Was für eine Musik. Was für ein zwielichtiger Ort. Was ist denn das? Ein Geist? Aha, das ist ja. Pass auf, es zeigt dir etwas Interessantes. Ein Tier wie du sollte erkennen, dass da etwas ist, oder? Drücke links oder rechts Steuerkreuz, um dein Gespür zu aktivieren. Okay, ein Soldat? Hier dürfte ich wohl in Sicherheit sein. Verdammt, keinen Schritt weiter, stehen bleiben. Meint er uns damit? Wir wissen es nicht. Sehr, sehr mysteriös. Dieser Geist ist sicher ein Soldat. Der kommt sicher geradewegs aus der anderen Welt. Hehehe. Hier gibt es noch mehr von diesen Geistern. Du solltest dein Gespür verwenden. Tja. Momentchen mal. Ein Monster! Schluck das! Okay. Hier können wir weiter, wie es aussieht. Du scheinst dich noch nicht an deine Gestalt als wildes Tier gewöhnt zu haben. Deshalb lass mich dir sagen, wenn du gegen Gegner kämpfst, erinnere dich an das, was du als Mensch konntest. Dein Instinkt bleibt gleich, auch wenn deine Gestalt sich verändert hat. Okay. Hier haben wir Stacheln am Boden. Und da haben wir so einen Schalter. Wir können anscheinend so eine Wasserschleuse hochfahren.
sodass auch der Wasserpegel ansteigt. Und so können wir dann wohl, verdammt, aufpassen erstmal. Das sind weitere Gegner. Weitere Schattengegner. Und so können wir dann auf jeden Fall die Stacheln quasi übergehen, überschwimmen. Okay, stinkt erbärmlich, auf jeden Fall. Was sind das nur für schwarze Monster? Wo kommen die her? Raus, ich muss hier raus. Da haben wir noch zwei von diesen Viechern. Manometer. Treffen uns sogar. Schluck das. Okay. Mal schauen, wo geht's hier weiter? Sie haut wieder ab. Komm schon, hierher. Ich warte ja gerne, aber auf meine Seite kommen, das musst du schon selbst schaffen. Na toll. Okay, das Gitter ist auf jeden Fall verschlossen. So kommen wir da nicht durch. Hier ist eine weitere Schleuse. Was sind das nur für schwarze Monster? Solche Biester habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht, muss ich zugeben. Okay. Wir aktivieren mal eine weitere Schleuse. Und der Wasserpegel, er sinkt wieder. Sehr schön. Vielleicht bringt das ja irgendwas. So. Ah, hier links. Da ist ein kleiner und sehr feiner Durchgang. Ein weiterer Geist. Oder Soldat. Ihr Göttin Hyrules. Ich bin doch nur ein einfacher Soldat, der niemanden Böses will. Bitte errettet mich vor dieser schwarzen Monstern. Wow. Und hier haben wir auch schwarze Stellen. An denen können wir wühlen. Denn dort sind meistens Herzen oder Rubine. Und sonstiges. Und da haben wir sie wieder. Hehe. Manchmal führen Umwege eben auch ans Ziel. Übrigens, schärfst du auch immer dein Gespür mit den Steuerkreuz links-rechts? Anscheinend sind die Geister hier ausschließlich Soldaten. Sag mal, was meinst du, wo wir hier sind? Hehehe. Du willst doch hier raus, oder? Also gut, Abmarsch. Ist ja schon gut, wir machen. Okay, hier geht's anscheinend ganz weit hoch. Gut. Eine Vermutung habe ich schon, wo wir sind. Ihr vielleicht auch. Wir werden mal sehen. Können wir hier rüber? Hopp. Wow. Oh Mann, was sollte denn das werden? Tja, ich wollte rüber. Aber das hat so nicht ganz geklappt. Okay, sie will irgendwas. Sag mal, ist das denn so schwer? Ich zeig dir, wo du Halt findest. Nimm mich einfach mit Z ins Visier. Und dann A. Hopp, hopp. Tatsache, das klappt sogar. Okay, weiter hier rüber. Hopp, hopp. So ist alles viel einfacher. Wir haben ja auch goldene Skelettschädel. Hopp. Da haben wir gar nichts drin. Wow. Und hier müssen wir scheinbar rüber balancieren. Eieiei. Wenn das mal so gut geht. Hopp. Muss das Gleichgewicht behalten. Manometer. Wir sind ja echt gut, was das angeht. Sehr guter Gleichgewichtssinn unseres neuen Wolflings. Gut. Da oben ist ein Ausgang. Und da haben wir auch gleich ganz viele Schattenfledermäuse. Hoppa. Manometer. Gut. Wir schauen mal, ob wir hier... Na, gut. Wir brauchen nicht unbedingt mehr Herzen jetzt, aber egal. Gut, können wir hier irgendwie rauf? Da ganz oben rauf? Scheinbar schon. Inzwischen weißt du doch sicher, wo wir hier sind. Hehehe.
Na, wenn wir erst nach oben kommen, wirst du es schon merken. Hehehe. Dann mal hoch hinaus. Wow. Wir sind anscheinend an einem Schloss. Das wird dann wahrscheinlich das Schloss von Hyrule sein, oder? Oder was meint ihr? Endlich draußen. Und sieh nur, wie schön heute Abend die schwarzen Wolken über dem Schattenreich liegen. Schattenreich? Ach, Herr Jemini. Und, weißt du jetzt, wo wir sind? Oder hast du es immer noch nicht gemerkt? Es gibt da jemanden, der dich kennenlernen will. Also komm jetzt, wir müssen zu dem Turm da drüben. Okay. Wer will uns hier wohl kennenlernen? Und wie kommen wir hier am besten zum Turm? Und was ist hier nur passiert? Ein weiterer Geist. Was? Hier ist auch ein Geist? Du hast es wohl nicht gemerkt, bevor wir hierher gekommen sind. Diese armen Dinger sehen zwar die schwarzen Monster, aber dich können sie nicht sehen. Du denkst, ich lüge? Na dann, versuch's mal mit deinem Gespür. Verdammt! Was sind das nur für Vogelmonster? Und was ist hier eigentlich los? Was ist nur los in Schloss Hyrule? Also doch. Schloss Hyrule haben wir hier. Dieser arme Soldat war es nicht, den ich dir vorstellen wollte. Also komm schon, wir müssen zum Turm. Gut. Wir können mal hier die Kiste schieben, sodass wir noch leichter hier rauf können. Hoppa und hopp. Huch. Und da haben wir Monster. Weitere Monster. Hopp, hopp. Schluck das. Gut. Das hätten wir. Zwei Schläge reichen aus. Oder zwei Angriffe. So. Immer noch bleiben hier einige Fragen offen. Hopp. Na, jetzt aber. Manometer. Gut. Ein weiteres totes Ungetier. Gut, da kommen wir nicht rüber. Oder kommen wir da rüber? Ne, ich glaube eher weniger. Sieht zumindest nicht so aus. Gut. Hier geht's dann wohl weiter. Komm schon, wir sind ja bald da. Hoffe ich doch mal. Und dann werden doch hoffentlich einige unserer Fragen beantwortet werden. Weitere Monster erstmal. Hoppa, hoppa, hoppa. Schluck das. Manometer. Gleich drei Stück oder so oder vier. Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall einige. War's das? Oder kommen hier noch mehr? Scheinbar nicht. Hallo, ich will doch darauf. Ich bin rubinsüchtig. Hopp. Okay. Haben wir hier wohl scheinbar nicht. Da ist noch ein Monster. Aber das sieht uns nicht. Kann uns recht sein. Dann geht's mal hier hinauf. Okay, jetzt sind wir hier wohl an diesem besagten Turm, den uns dieses Wesen zeigen wollte. So, nach unten können wir nicht raus, ne? Ne, können wir nicht. Gut. Also heißt es oben weitersuchen. Herzen und Herzen. Und wer ist das? Da haben wir scheinbar irgendeine Person. Das ist dann wohl die Person, die uns dieses Wesen vorstellen wollte. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal, in der nächsten Aufnahme, werden wir dann mal sehen, wer das ist. Und ob es eine wohlgesonnene Person ist und ob die uns vielleicht erklären kann, was hier los ist überhaupt. Und was dieses Schattenreich ist.
Wir werden es erleben. Und zwar beim nächsten Mal. Und bis dahin, meine Lieben, macht's gut.